Ja, vielen Dank für dieses wunderschöne Lied. Wir haben wirklich alle Grund zu feiern. Weihnachten. Wir können Weihnachten zusammenfassen mit dem Vers aus Johannes Kapitel 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Haben wir nicht wirklich alle Grund zu feiern? Ja, warum feiern wir Weihnachten? Warum Weihnachten am 25. Dezember? Ich antworte mal jüdisch, israelisch, warum nicht? Und es gibt tatsächlich kein biblisches Argument für 25. Dezember. Aber es gibt auch kein Gegenargument für 25. Dezember. Also irgendein Tag wurde ausgewählt und ich weiß, viele sagen, ja, es wurde parallel ausgewählt zu einem römischen Fest. Nun, da haben wir ein anderes Problem, wir haben 88 römische Feste. Also die Chance, dass man irgendein Datum nimmt und es parallel zu einem römischen Fest fällt, ist sehr hoch. Wir können aber auch ein bisschen anders denken. Es gibt aber auch ein jüdisches Fest parallel. Welches Fest? Der Chanukka-Fest. Es ist kein biblisches Fest, aber mit biblischen Fundamenten. Und in Johannes Kapitel 10 lesen wir, dass Jesus dieses Fest in Jerusalem feiert. Johannes Kapitel 10, Vers 22. Es war damals das Fest der Tempelweihe in Jerusalem. Es war Winter. Es ist das Fest der Tempelweihe, Chanukka. Ja, was war das für ein Fest der Tempelweihe? Es war ein Fest. Damals wurde Jerusalem ja erobert durch die Griechen. Der Tempel wurde entweiht und die Makkabäer kamen, also Juden, es waren aus der priestlichen Familie, die haben den Tempel zurückerobert. Und dieses Fest hat man jährlich erinnert. Das ist das Chanukka-Fest, was wir heute haben. Und tatsächlich, wenn man gewisse Weihnachtstraditionen anschaut und man das Chanukka-Fest heute in Israel anschaut, tatsächlich haben sie sehr viel Parallele, was ihre Tradition angeht. Okay, 25. Dezember, ja oder nein? Wir aber haben ja einen Grund zu feiern. Wir machen einen Fehler, wenn wir sagen, nein, wir feiern nicht Weihnachten. Das gibt es auch unter Christen. Wir sollten es feiern, auch als Gegenantwort zur Welt, wo Weihnacht feiert. Als Antwort zu zeigen, ja, was ist an Weihnachten wirklich geschehen? Wir haben eine Aufgabe in dieser Zeit. Aber es soll uns auch nicht fremd kommen, wenn einer unserer Predigerbrüder im September entscheidet, eine Weihnachtsbotschaft zu bringen. Diese Botschaft ist immer aktuell. Und das wollen wir auch heute machen. Wir wollen in diese Weihnachtsgeschichte hineinschauen. Und ich dachte, es wäre mal gut, mal sehen, ja, wie ist das alles abgelaufen? Wo hat diese Geschichte angefangen? Wie lang war diese Zeitperiode, diese Geschichte? Und wo hat es aufgehört? Und noch bevor wir im Wort Gottes hineinschauen, möchte ich noch mit uns beten. Danke, Herr, dass du heute Morgen gegenwärtig bist. Danke, dass du eine Botschaft für uns hast. Und Herr, wir wollen heute über deine Liebe reden. Gott wurde Mensch. Du wurdest arm für uns. Über das wollen wir reden, Herr. Herr, wenn wir jetzt gemeinsam dein Wort betrachten, öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Gesetz. Amen. Ja, die Weihnachtschronologie. Wenn man diese Geschichte anschaut, und ich hoffe, der eine oder andere ist nicht enttäuscht, der geht nach Hause, ach, es ist alles anders, als ich dachte. Ich habe schon eine Warnung bekommen, mach uns die Weihnachtsgeschichte nicht kaputt. Nein, wir machen sie nur biblisch. Wenn man diese ganze Geschichte anschaut, in Matthäus und in Lukas, dann sehen wir, es konnte eine Periodezeit sein von ungefähr 3 Jahren. Wenn wir dazu noch die Geschichte mit Zacharias und Elisabeth nehmen, dann sind das Minimum noch 6 Monate dazu. Also über eine längere Zeit haben wir diese ganze Weihnachtsgeschichte. Und nur 2 berichten darüber, also ausführlich, es ist Matthäus und Lukas. Matthäus mehr aus der Sicht von
Josef. Wie hat Josef diese Geschichte erlebt? Wir haben einen Stammbaum in Matthäus, es ist der Stammbaum Josefs. In Lukas auch ein Stammbaum, es ist der Stammbaum Marias. Also Josef, Matthäus, er gibt mehr eine Antwort eigentlich zu Juden. Er schreibt mehr zu Juden. Insgesamt zitiert Matthäus 65 Mal das Alte Testament. 12 Mal wird direkt erwähnt, dass in Jesus diese Prophezeiung sich erfüllte. Zum Beispiel Matthäus Kapitel 1, Vers 22. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem geredet ist durch den Propheten, der spricht so und so. Oder Kapitel 2, Vers 5. Sie aber sagte ihm zu Bethlehem in Judäa, denn so steht durch den Propheten geschrieben. Oder Vers 17 vom gleichen Kapitel. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia geredet ist. Vers 23. Und kam und wohnte in einer Stadt, genannt Nazareth, damit erfüllt würde, was durch die Propheten geredet ist. Also er nimmt sehr viel Parallele vom Alten Testament und zeigt, das Volk Israel, die Juden, all das musste so geschehen. Bei Lukas ist es anders. Lukas, er ist ja ein Arzt. Ein Arzt beschäftigt sich mit Menschen. Und er ist sehr sensibel. Und er nimmt mehr diese ganze Geschichte aus der Sicht von Maria durch. Was hat Maria erlebt? Es sind da gewisse Punkte im Lukas, wo nur Maria weitergeben konnte. Ich weiß nicht, von wo er jetzt die Information hatte. Wahrscheinlich hat er sogar Kontakt gehabt mit Maria. Wir wissen es nicht ganz genau. Aber beim Lukas ist der Schwerpunkt der Mensch. Wo beginnt die ganze Geschichte? Wir nehmen jetzt nicht die Geschichte Zacharias und Elisabeth durch, aber die Geschichte beginnt in Lukas Kapitel 1, Vers 26. Lukas 1, Vers 26, da kommt der Engel Gabriel zu Maria. Und noch voraus, ja, wie alt war Maria da? Wie alt war sie? Heute, die meisten Frauen, der Durchschnittsalter für das erste Kind ist 28, vielleicht noch 30, immer älter. Aber damals hat man geheiratet im Alter von 16, 17, 18. Die einen sagen sogar jünger. Also Maria, lass uns mal so sagen, sie war ungefähr 16 Jahre alt. Und stellt euch vor, was die Maria alles durchgemacht hat. Und auch welche Entscheidungen sie treffen musste als eine junge Frau. Sehr jung. Heute sagen wir, ja, die jungen Leute, man muss ihnen Zeit geben. Das stimmt. Aber Maria musste mit einem jungen Alter entscheiden. Und sie sagt so schön in Vers 38, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Es geschehe mir nach deinem Wort. Und der Engel steht von ihr. Ja, was für eine Botschaft gab es? Ihre. Vers 31, nochmal, wir werden nicht die ganze Geschichte durchlesen. Ich möchte die Chronologie anschauen und einzelne Punkte herauspicken. Vers 31, und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr, Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit. Und seines Königtums wird kein Ende sein. Auf diesen Moment, Maria, eine fromme junge Frau, sie kannte das Wort Gottes. Sie wusste, was? Der Messias? Der kommt? Wir müssen auch verstehen, in dieser Zeit lebte das Volk Israel in einer messianischen Erwartung. Sie lebte in dieser Erwartung, bald kommt unser Erlöser. Und auf einmal, was? Von mir kommt der Erlöser? Der Messias Israels? Und was für eine Botschaft bekam sie? Gott wird Mensch.
Sein Name wird Jesus heißen. Jeschua. Was heißt Jeschua? Rettung, Erlösung. Er wird der Retter Israels sein. Wir werden auch sehen, der Weihnachtsgeschichte ist sehr jüdisch. Sehr viele jüdische Rituale. Was erwartete Maria? Ein Erlöser für Israel. Bezogen auf seine Natur wird er groß sein. Er wird Sohn Gottes sein. Er wird Gottes Bund mit David erfüllen. Er ist der zukünftige König. Das ist diese messianische Erwartung, in der das Volk Israel lebte. Also das erste Punkt, die Ankündigung der Geburt Jesu. Und dann haben wir das Wunder der Empfängnis Jesu. Es war ja übernatürlich, wie sie schwanger wurde. Und wir lesen, Maria aber sprach zu dem Engel, Vers 34, wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchstens wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter. Und dies ist der 6. Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Und nochmal diese Worte, Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. In einer übernatürlichen Art und Weise wurde sie schwanger. Der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchstens wird dich überschatten. Nochmal Maria, 16 Jahre alt, auf einmal schwanger. Stellt euch vor, in diese damalige Gesellschaft, wo es noch wichtig war, es ist ja biblisch, dass man rein in die Ehe hineingeht, als Jungfrau. Und auf einmal ist man schwanger. Ja, was soll ich meinen Eltern erzählen? Was soll ich die Leute von Nazareth erzählen? Die werden es ja gar nicht glauben, dass ein Engel sich mich offenbart hat. Was soll ich meinem zukünftigen Mann erzählen, Josef? Sie wusste, dass der Straf für Unzucht was ist? Steinigung. Sie wusste nicht, was über sie kommen wird. Und trotzdem kann sie sagen, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Es geschehe mir nach deinem Wort. Aber Gott lässt sie nicht allein. Gott sagt, und siehe, Elisabeth, dein Verwandte. Und was macht Maria? Sie geht ganz am Anfang ihrer Schwangerschaft. Die erste, eine Woche, zwei Wochen, geht sie nach Judäa. Sie geht ihre Verwandte besuchen, Elisabeth. Und da, bei Elisabeth, wird sie regelrecht gestärkt, ermutigt. Da kommen wir zum nächsten Punkt. Maria besucht Elisabeth. Wir sind immer noch im Lukas. Lukas 1, Abvers 39. Ich lese 41. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher geschieht mir dies, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Wusste Elisabeth, dass Maria schwanger war? Also erstmal, damals haben wir kein Internet gehabt. Damals war kein Facebook, war kein WhatsApp und weiß ich was alles, keine SMS. Sie konnte nicht schnell ein Message schicken, ich bin schwanger, ich komme zu dir. Nein, und nochmal, sie war ganz am Anfang ihrer Schwangerschaft. Und sie geht hin zu Elisabeth. Sie begrüßt Elisabeth. Äußerlich hat man noch gar nicht gesehen, dass sie schwanger ist. Wahrscheinlich. Elisabeth hört ihre Stimme, ihre Begrüßung und sie wird doppelt erfüllt mit dem Heiligen Geist. Warum doppelt?
Erstmal lesen wir: Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Wie alt war Johannes, der im Leib Elisabeth war? Er war 6 Monate alt, aber war schon sehr aktiv. Und er hört, also dieses Baby, ja, im Mutterleib. Das ist vielleicht auch eine Antwort, wer uns, wenn wir Kinder im Mutterleib umbringen. Es ist so gang und gäblich in unserer Gesellschaft heute. Der Kind reagiert, wenn er Maria ihre Stimme gehört hat. Was wusste dieses Kind? Was wusste Elisabeth? Der Heilige Geist hat es ihr offenbart. Sie ist, wie es da steht, und woher geschieht mir dies, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Wahrscheinlich war es von Maria auch eine Überraschung, diese Art Begrüßung. Es war aber parallel auch Gott eine Ermutigung. Elisabeth wusste nicht, wer in sie wächst, und trotzdem kann sie Gott sagen, es ist Gott. Gott wird Mensch. Der Erlöser kommt. Aus dieser Zeit, wo Maria dort in Judäa ist, wir wissen ja nicht genau, welche Stadt, wird sie ermutigt durch Elisabeth. Sie bleibt ungefähr 3 Monate bei Elisabeth. Wir haben dann das nächste Punkt, der Lobpreis Marias. Ich möchte jetzt nicht über den Lobpreis Marias reden, ein wunderbares Rede Marias. Wir haben es aber ja schon mal sehr intensiv durchgenommen. Und sie blieb, wir lesen es in Vers 56, und Maria blieb ungefähr 3 Monate bei ihr und sie kehrte zu ihrem Haus zurück. Also wenn Elisabeth damals im 6. Monat war und Maria ungefähr 3 Monate bei ihr blieb, dann war sie wahrscheinlich beim Geburt von Johannes dabei. Und nach seiner Geburt kehrt sie zurück. Zurück. Wohin? Zu ihrem Haus zurück. Was war ihrem Haus damals? Nicht das Haus Josefs. Sie kehrte zu ihren Eltern zurück. Und ab jetzt kann sie wahrscheinlich ihre Schwangerschaft nicht mehr verstecken. Aber sie kommt ermutigt zurück nach Nazareth. Die Leute werden sehen, diese Frau ist schwanger. Die Leute werden sich Gedanken machen. Was ist da los mit Maria? Josef wird sich Gedanken machen. Und jetzt beginnt die Geschichte in Matthäus Kapitel 1. Matthäus Kapitel 1, wir haben diese Verse ja schon gelesen, ab Vers 18. Vers 19 lese ich jetzt. Josef aber ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Er dachte, ja, ich will sie nicht bloßstellen. Ich weiß nicht genau, was geschah. Er wollte sie entlassen. Ihr müsst euch vorstellen, Maria kommt zu Josef und sagt, ja, ich bin schwanger durch den Heiligen Geist. Ja, wie würde er ja gehen? Er sagt, ja, ist gut. Aber, nochmal, Josef, er war ein Gerechter. Und dann merkt man auch, wie Gott immer am richtigen Zeitpunkt eingreift. Weil Gott gibt nie ein zu spät oder zu früh. Während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau. Sie wird schon als seine Frau gesehen. Eine verlobte Person war versprochen und somit war man schon Mann und Frau. Noch nicht aber in der Bund der Ehe. Man hat sich reingehalten bis zur Ehe. Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das ist, das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Jesus ist der Erlöser, der Kind, der kommt, Josef. Es ist der Erlöser, der kommen muss. Es ist der du erwartest.
Und dann, dies alles geschah aber, damit erfüllt wurde, was von dem Herrn geredet ist, durch den Propheten, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einem Sohn gebären. Und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist, Gott mit uns. Und wir haben ja schon mal über Jesaja 7 geredet, über diese Prophezeiung. Und auf diesen Moment, wo Josef dies vom Engel hörte, denke, er konnte nur loben und preisen. Was? Meine Frau wurde erwählt, um Gottes Sohn zu tragen? Meine Frau ist diese Frau aus Jesaja Kapitel 7? Meine Frau wird Immanuel tragen? Also sie trägt es schon, ja. Warum Immanuel? Immanuel heißt Gott mit uns. Und genau das erfüllte Jesus ja auch. Gott wurde Mensch. Gott wohnte unter den Menschen. Er war ein Teil vom Volk Israel. Und du wirst ihm den Namen Jeshua, Jesus geben, Erlöser. Matthäus berichtet über Josef. Jetzt gehen wir wieder zurück nach Lukas. Lukas Kapitel 2. Wir nehmen es ja jetzt chronologisch durch, ja? Der Weg nach Bethlehem. Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Diese Einschreibung geschah als erste, als Quirinius Statthalter von Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einzuschreiben zu lassen, ein jeder in seiner Vaterstadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa, in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich einzuschreiben zu lassen mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger war. Und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windel und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Wahrscheinlich in der Weihnachtsgeschichte kommen wir jetzt, ich sage gewisser Hinsicht, zu einem Höhepunkt. Das ist das, was man meistens sieht in diese Krippenspiele, in diese Figur, wo man macht. Josef geht mit seiner Frau Maria. Er geht diesen ganzen Weg von Nazareth und er geht ja vom Norden Richtung Süden, aber Nazareth liegt tief und Jerusalem liegt, also Bethlehem liegt hoch. Bethlehem liegt gerade neben Jerusalem. Sie ist hochschwanger. Sie gehen diesen ganzen Weg. Und wir wissen nicht, wie lange vor der Geburt sie in Bethlehem waren. Wir lesen nur, und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte. Natürlich, es sieht immer spannend aus, auch wenn man so Filme über Weihnachten schaut, dann rennt Josef von einer Hütte zum anderen. Wo hat es Platz für meine Frau? Wir wissen nicht, vielleicht war es tatsächlich so. Wie war es wirklich? Aber ein Punkt ist da. Kein Raum für sie. Es war kein Raum für sie. Für mich immer noch eine Frage, wie ist es möglich? Eine hochschwangere Frau in der damaligen Kultur, der ja gastfreundlich eigentlich war. Warum hat man Maria keinen Platz gegeben? Gut, es war eine stressige Zeit, die Leute waren am Reisen, die einen mussten nach diese Stadt gehen, die anderen diese Stadt. Viele kamen ja nach Bethlehem, weil das ihre Vaterstadt war. Er war ja aus der Familie Davids. Es war, alles war wahrscheinlich voll. Aber wir müssen auch verstehen, erstmal, sie war schwanger, unehelich schwanger. Vielleicht waren es für viele, war es, ja, komm, wir haben einen anderen Platz. Auf der anderen Seite, wenn eine Frau geboren hat, war der Platz, wo sie geboren hat, unrein. Vielleicht dachte der Herberger, der wo einen Herberger hatte, ja, jetzt meine Herberge unrein, das kann ich mir jetzt nicht leisten, auch Business, ja. Und wir lesen nur, weil in der Herberge kein Raum war, was?
Darum legte sie ihn in eine Krippe. Aber wir lesen nicht über einen Stall. Wir lesen nicht, dass Jesus im Stall auf der Welt kam. Also eigentlich wissen wir gar nicht, wo er auf die Welt kam. Wir wissen, es war in Bethlehem. Aber wenn man schon über einen Stall redet, damals war es ja so, und das ist bis heute teilweise so noch in Israel, dass die Tiere können eigentlich das ganze Jahr durch draußen sein. Vielen sagen, Weihnachten konnte nicht im Dezember sein, weil Dezember ist viel zu kalt. Und tatsächlich, draußen ist es kalt. Und wir sehen keine Tiere auf dem Feld. Aber wart ihr schon mal im Dezember in Israel? Da kann es auch schneien. Aber was braucht die Herde? Grüne Gras, das wäre schon schön, oder? Ja, was ist die beste Zeit? November, Dezember, Januar, Februar. Das ist die beste Zeit. Das sind die Gebirge Judäa grün. Das will man nicht verpassen. Also nochmal kein Argument gegen Dezember. Aber die Herde, man hat sie meistens in eine Höhle gebracht, als Schutz vom Regen, vom Schnee. Und so kann man gut annehmen, dass wenn Jesus in einen Stall auf der Welt kam, dann war es nicht der heutige Stall bei uns, sondern es war mehr eine Höhle. Auch heute, wenn man in Galiläa zum Beispiel in gewisse Höhle hineingeht, dann riecht das so. Dann weiß man, da war eine Ziegenherde, war mal da. Man sieht das mal meistens auch auf dem Boden, ja, könnt ihr vorstellen. Das nächste, Jesus ist geboren. Und dann haben wir die Verkündigung der Geburt Jesus durch die Engel. Diese Verkündigung an die Hirten. Das einfache Volk. Nochmal, wir müssen auch verstehen, Jesus kam in sehr einfacher Verhältnis auf diese Welt. Ich weiß nicht, wie wir reagieren würden, wenn heute ein König auf diese Welt kommt und er würde so wie Jesus kommen. Sehr einfach alles. Aber was die Hirte erlebte, Vers 10, und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr, in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windel gewickelt und in einer Krippe liegend. Also zwei Zeichen bekommen sie. Er ist in Windel gewickelt und er liegt in einer Krippe. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Herrscharen, die Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel auffuhren, dass die Hirten zueinander sagten, lasst uns doch hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist. Und die der Herr uns kundgetan hat. Sie wussten, wo sie suchen müssen. Sie mussten da suchen, wo eine Krippe ist. Und wenn sie ein Baby finden, der in Windel gewickelt ist, ein frisch geborenes Kind, dann wissen sie, er ist es. Auch diese Windel, es kann eine verschiedene Symbolik sein, als für ein anderes Mal. Sie wussten, wo sie suchen müssen. Und sie gehen hin, und da lesen wir, Vers 16, und sie kamen eilend und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, das über dieses Kind zu ihnen geredet worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Also wie viele Personen waren da bei der Krippe? Wir lesen Maria und Josef. Und natürlich Jesus. Aber wir lesen auch, Vers 18, und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Hier waren da noch mehr Personen als nur die drei? Oder haben die Hirte auf dem Weg nach Bethlehem oder nachdem, dass sie zurückgingen auf dem Feld, alle proklamiert, was sie gesehen haben? Maria aber bewahrte alle diese Worte
und erwog sie in ihrem Herzen. Sie wusste, ja, was wird das alles? Was wird auf mich kommen? Sie bewahrte es in ihrer Herzen. Also, ihr habt sicher gemerkt, die Weisen sind noch nicht da. Weil sie waren noch nicht da. Wir sind jetzt in Vers 21 von Lukas und kommen in die nächste Stufe. Vers 21, und als 8 Tage vollendet waren, dass man ihn beschneiden sollte, da wurde sein Name Jesus genannt. Also 8 Tage sind vorbei. Und nach jüdischem, biblischem Gesetz sollte jeder Junge am 8. Tag beschnitten werden. Und dann hat man auch den Namen gegeben. Genauso lesen wir auch über Johannes. Am 8. Tag bekam er seinen Namen. Nicht Zacharias bekam er, sondern Johannes. Das war die jüdische Ordnung. Und in dem zeigt sich auch, dass Josef und Maria fromme Leute waren. Dass der Beschneidung symbolisiert, dass die ihren Sohn beschneiden, dass sie Gottes Wort treu sind. Und diese Befehl der Beschneidung haben wir im Bund, der Gott schließt mit Mose, also das Gesetz. Aber wir haben es auch schon vorher, der Bund, der Gott mit Abraham schließt, welcher ein ewiger Bund ist. Darum auch bis heute, gläubige Juden, die an Jesus glauben, die beschneiden ihre Kinder, ihre Söhne. Und ich weiß, heute probiert man das darzustellen als eine Verstummelung und so weiter. Humbug. Gott befiehlt es. Und der heutige gläubige Jude, der an Jesus glaubt, der macht das nicht anhand des Gesetzes Mose. Wir sind ja nicht mehr unter das Gesetz, sondern das zeigt der Angehörigkeit zum Volke Israel. Das ist der Bund Gottes mit Abraham. Das passiert 8 Tage nach der Geburt. Und dann lesen wir Vers 22. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem hinauf, um ihn dem Herrn darzustellen. Wie lange sind wir jetzt schon nach der Geburt? Es sind schon 40 Tage vorbei. 40 Tage sind vorbei nach der Geburt. Und sie bringen Jesus zum Tempel. So wie es das Gesetz auch befiehlt. Sie bringen ein Opfer. Wir lesen in Vers 24, und ein Schlachtopfer zu geben, nach dem, was im Gesetz des Herrn gesagt ist. Ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Sie konnte auch eine Schaf bringen. Aber das zeigt, in welcher armen Verhältnis Josef und Maria lebten. Die Armen, die konnten ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben bringen. Genau das machte Josef und Maria. 40 Tage nach der Geburt. Und da kommt dieses Ereignis, diese Anbetung und Prophetie von Simeon. Und das Zeugnis der Hanna. Dieses Ereignis von Simeon lesen wir ab Vers 25. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartet auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Ab Vers 28 jetzt. Da nahm auch er in seine Arme und lobte Gott. Es nahm Jesus in seine Arme und lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Völker. Ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Also Simeon erkennt ganz klar, warum der Erlöser kommt. Für Israel, aber auch für alle Nationen. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird.
aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Ja, was sagt Simeon da? Was sagt Simeon in Bezug auf der Kind, der kommt, der da ist? Der Erlöser, der Messias, er wird ein Fall sein für viele. Er wird widersprochen werden. Sein Volk wird ihn nicht akzeptieren, nicht annehmen. Und sogar du, Maria, du wirst leiden. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen. Und jetzt sieht das ganze Situation mal aus einer mütterlichen Perspektive. Was hat Maria mit ihrem Sohn erlebt? Sie wusste, er ist der Messias Israels. Sie erwartete wahrscheinlich der Erlöser Israels, der nationale Erlöser Israel. Die Jünger haben das ja sogar nach der Auferstehung noch erwartet. Die haben es immer noch nicht ganz verstanden. Und was hat sie erlebt? Sie sah, wie ihr Sohn gefangen genommen wird. Wie er gequält wird, gefoltert wird. Wie er gekreuzigt wird, wie er keine Kraft mehr hat, bis hin zum Kreuz zu gehen. Nochmal, aus mütterlicher Perspektive. Wie hat sie gelitten, wenn sie all das sah? Diese Frau als Mutter. Deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen. Aber sie war dabei. Sie war immer dabei. Sie war auch am Kreuz dabei. Ich denke, sie wurde auch getröstet nach der Auferstehung. Auch sie hat es nachher begriffen, aber dieser Weg war schmerzvoll. Und dann haben wir das Zeugnis der Hanna. Es war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Asser. Vers 38, und sie trat zur selben Stunde herbei, lobte Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalem warteten. Sie redete zu allen. Sie war schon über 80 Jahre alt. Sie hat nur auf diesen Moment gewartet, wo der Messias kommt, der Erlöser kommt. Leben wir auch in dieser Art Warten? Eine ständige Warten. Nehmen wir Hanna als Beispiel für Warten. Warte auf den Erlöser, der noch kommt. Wir glauben ja, Jesus kommt wieder. Wir glauben, er kommt uns zu sich holen. Nehmen wir ein Beispiel von Hanna. Was es heißt, zu warten, ohne zu zweifeln. 40 Tage nach der Geburt sind wir jetzt. Und jetzt kommen wir zu dem Besuch der Weisen. Und jetzt kehren wir zurück zu Matthäus. Matthäus Kapitel 2. Matthäus 2. Ab Vers 1. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem, die sprachen. Also, wir haben kein Könige. Also das Wort Könige könnt ihr mal schon von eurer Weihnachtsgeschichte wegschreiben. Ja, es waren kein Könige. Es waren Weisen. Und von diesem ganzen Text wissen wir auch nicht, wie viele Weisen es waren. Nobel hat es ja auch schon erwähnt, letztes Mal, wo er gepredigt hat. Wie viele Weisen waren es? Es konnte 20, 50, es konnte auch 100 sein. Wir wissen es nicht. Also wenn 100 Leute Gold bringen, ja, dann waren sie sehr wohlhabend. Ja. Aber wir wissen nicht, wie viele. Wir haben drei Geschenke und okay, drei Geschenke, drei Weisen. Nein, so geht das nicht. Also wir wissen nicht, wie viele es waren. Tradition tatsächlich sagt, es waren drei. Aber wir werden sehen, diese Weisen, die haben eine Unruhe in Jerusalem gebracht. Also ihr Besuch war nicht eine Nebensache. Als sie in die Stadt Jerusalem hineinkamen, dachten viele, was soll das jetzt? Ja, ihr müsst euch vorstellen, sie kamen einen König zu besuchen. Um einen König zu besuchen, gehst du nicht so schnell. Wahrscheinlich war es eine ganze Delegation, der kam. Sie kamen nach Jerusalem hinein und stellten folgende Frage. Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist?
denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zum Huldigen. Es kommen Fremde vom Morgenland, also östlich von damals Israel, von Judäa. Wahrscheinlich kamen sie aus Babylon. Wir müssen jetzt kurz Gedanken machen über diese Weisen. Was waren das für Leute? Die Weisen damals in der Antike waren Leute, die mit Astronomie zu tun gehabt und es waren auch Astrologe. Nicht, dass jemand denkt, ah, Astrologie, wunderbar. Oh nein, die Bibel spielt sehr stark dagegen. Aber so war es in der Antike. Wir lesen über in Daniel Kapitel 2. Daniel Kapitel 2. Vers 48. Nachdem die Weisen, die Sterndeuter, die Zauberer der Traum nicht erzählen konnte, nachdem Gott Daniel durch göttliche Kraft Weisheit gab, lesen wir in Vers 48. Daraufhin machte der König den Daniel groß und gab ihm viele große Geschenke und er setzte ihn als Herrscher über die ganze Provinz Babel ein und zum Obervorsteher über alle Weisen von Babel. Also Daniel wurde über alle Weisen von Babel gesetzt. In Kapitel 5, Vers 11 lesen wir von Daniel, es gibt einen Mann, in deinem Königreich, in dem der Geist der heiligen Götter ist. Und in den Tagen deines Vaters wurden Erleuchtung, Einsicht und Weisheit gleich der Weisheit der Götter bei ihm gefunden. Und der König Nebukadnezar, dein Vater, hat ihn zum Obersten der Wahrsagerpriester und der Beschwörer, Sterndeuter und Zeichendeuter eingesetzt. Dein Vater, o König. Also Daniel war über sie alle gesetzt, weil seine Weisheit so ganz anders war aus der Weisheit der Sterndeuter. Er hat göttliche Weisheit gehabt. Aber diese Weise damals, zur Zeit Daniel, es wurde viel aufgeschrieben. In Ausgrabungen findet man viel, was die Babylonier alles aufschrieben. Sie wussten über Daniel. Sie wussten über Prophezeiungen. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid ein Weiser damals in der Antike. Ihr wisst, von Daniel, Kapitel 9 zum Beispiel. Wann wird der Erlöser kommen? Und tatsächlich lebt ihr in dieser Zeit, wo der Erlöser kommen muss. Anhand Daniel, Kapitel 9. Und damals hat man viel unter dem freien Himmel geschlafen. Und wenn ihr jetzt rausgeht, also nicht abends, sternklarer Himmel, kein Mond da. Wenn ihr hochschaut, was seht ihr? Sterne. Also ich hoffe, dass ihr Sterne seht, ja. Für die meisten von uns kommen die Sterne spanisch vor. Aber in dieser ganzen Sternenwelt gibt es ein System, eine Ordnung, Gottesordnung. Und die Leute damals, ich kann mich auch noch erinnern, wo wir in der Wüste Sinai waren mit den Beduinen unterwegs. Und als Europäer denke ich, ja, was kann der Beduine mir schon erzählen? Ist dann hochmutig. Aber der Beduine, Tag durch hatte jeder die 600 Pflanzen in der Wüste erklären können. Was kann man mit dieser Pflanze machen und was für ein Tee und was für eine Krankheit ist er gut und so weiter. Nachts, ja, sieht man die Pflanze nicht mehr, kein Problem, da schauen wir hoch. Und erklärt uns genau, wo die Sterne sind, warum sind sie dort, welche Jahreszeit es ist, welche Zeit auf dem Uhr es ist. Er braucht kein Uhr, er muss nur hochschauen. Wenn es bewölkt ist, dann hat er Pech gehabt. Ja. Aber es gibt ein System. Ja, ich weiß nicht, wer von euch wird den Nordstern finden? Es sind ein paar Hände da, ja. Aber wir gehen mal raus, wenn ein klarer Himmel ist und wenn man ganz viele Sterne sieht. Dann werden wir ja, die Orientierung verlieren. Aber nein, das Ganze hat ein System und es zeugt nur, wie groß Gott ist und wie klein wir Menschen sind. Das zeugt auch, wie wunderbar dieser Erlösungswerk Gottes ist. Aber nochmal zurück zu den Babyloniern. Oder zu diesen Weisen. Sie schlafen da und auf einmal, pack, was soll dieser Stern da oben? Diesen Stern habe ich noch nie gesehen. Sie kannte es auswendig. Letztes Jahr war er nicht da in dieser Jahreszeit. Was soll dieser Stern da oben? Der passt nicht in das ganze System hinein.
Es war etwas ganz anderes. Es gibt Theorien, dass es eine Konjunktion von Planeten war. Und eine Konjunktion von Planeten ist ein längerer Prozess, bis es dazu kommt. Und tatsächlich, zu dieser Zeit gab es Konjunktion von Planeten, aber so eine Konjunktion hat auch stattgefunden, wo Rom entstanden ist. Andere Meinung sagt, es war die Schechina. Nur, Matthäus spricht von Aster, ein Stern. Es war ein neuer Stern. Es war etwas ganz anderes und erschien über längere Zeit. Ja, von wo wussten sie über einen Stern? 4. Mose 24, Vers 17. 4. Mose 24, Vers 17, da lesen wir: Ich sehe ihn. Also wir reden jetzt über Bileam. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob. Ein Zepter erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Schläfen Moabs und zerschmettert alle Söhne Seths. Also, sie wussten über einen Stern aus Jakob. Ja, warum wussten sie in Bezug auf Bileam? Von wo kam Bileam? Aus der Region Babel. Von da kam Bileam. Sie wussten über einen Stern. Sie wussten, wann der Erlöser kommen muss. Und auf einmal ist es da. Über längere Zeit. Aber was symbolisiert dieser Stern? Dieser Stern symbolisiert, wie wir es da lesen, zurück zu Matthäus Kapitel 2. Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen. Also das Stern hat symbolisiert, was? Der König ist schon da. Nicht er wird kommen. Es wäre ja ziemlich komisch, wenn sie gekommen wäre und ja. Ja, sorry, Maria hat noch 5 Wochen. Also der Stern symbolisiert über eine längere Zeit, er ist da. Und dann, was aber der König, Vers 3, und als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Ganz Jerusalem. In Jerusalem war eine Unruhe. Was? Wirklich? Der Stern ist da? Der Messias ist geboren? Der König ist da? Und dann? Und er versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrte des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie aber sagte ihm: Zu Bethlehem in Judäa. Denn so steht durch den Propheten geschrieben: Und du Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas. Denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, das mein Volk Israel hüten wird. Aus Bethlehem. Dort muss er auf die Welt kommen. Auch wenn man heute in Israel über Gottes Wort diskutiert, über Jesus. Jesus wird ja allgemein abgelehnt. Nimmt diese Vers aus Micha 5. Und fragt, ja, wie soll er sich heute erfüllen? Das palästinensische Gebiet, 70% Moslems, 30% Christen. Ja, wo sind die Juden, wo aus ihnen der Messias kommen muss? Wo? Das hat sich schon erfüllt. Alles in Jesus. Und dann berief Herodes die Weisen heimlich. Er war clever. Und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sternes. Er wollte ganz genau wissen, wann ist der Stern erstmal am Himmel gewesen. Er hat schon seine Pläne gemacht. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Das war sein Plan. Er wollte der König huldigen. Sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, so, wo sind wir jetzt? Stall? Eine Höhle? Auf dem Feld? Wo sind die Hirten? Sind alle nicht da.
Wir befinden uns jetzt in einem Haus. So Maria, und wir lesen da, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter. Josef, wahrscheinlich war er am Arbeiten. Josef war nicht da. Maria und seine Mutter. Und sie fielen nieder und huldigten ihm. Und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Ja, wie alt war Jesus da? Kann es nicht klar sagen. Kann sein, er war ein halbes Jahr alt, ein Jahr alt, vielleicht sogar 2 Jahre alt. Wir werden es nachher sehen, weil was hat Herodes gemacht? Vers 7, dann berief Herodes die Weisen heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sternes. Und der Stern symbolisiert der Geburt. Also er konnte schon ein bisschen älter sein. Ich hoffe, ich habe nicht jetzt die ganze Weihnachtsgeschichte zerstört. Ja? Die Weisen, noch ganz kurz, wo gingen sie hin? Sie gingen nach Jerusalem ja am Anfang. Warum? Das ist die Stadt der König. Das ist die Stadt, der Gott auserwählt hat. Da ist sein Tempel. Also ganz normal, ja, ich gehe da. In seine Stadt. Jetzt kommen wir zur nächsten Stufe. Das haben wir schon gelesen. Sie beteten Jesus an und opferten ihn Gaben. Vers 11 und 12. Diese Gaben symbolisieren auch Verschiedenes. Gold, König, Weihrauch, Göttlichkeit. Und dann Myrrhe symbolisiert Tod. Ob sie wussten, was sie gaben? Ja, ganz klar wussten sie. Ob sie das Symbolik schon verstanden? Denke nicht. Er ist geboren, um zu sterben. Da kommen wir zum Ende der Weihnachtsgeschichte und er endet eigentlich tragisch. Zuerst kommt die Flucht nach Ägypten. Als sie aber hingezogen waren, siehe, da erschien ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es umzubringen. Er aber stand auf, nahm das Kind und seine Mutter des Nachts zu sich und zog sie hin nach Ägypten. Und er war dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist, durch den Propheten, der spricht: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Was waren sie? Sie mussten fliehen. Sie waren Flüchtlingen. Ich weiß nicht, was für Einstellung wir haben zu Flüchtlingen. Aber denkt, Josef und Maria waren Flüchtlinge in Ägypten. Jesus als Baby musste flüchten, weil jemand da war, der ihn umbringen wollte. Da ergrimmte Herodes sehr, als er sah, dass er von dem Weisen hintergangen worden war. Und er sandte hin und ließ alle Jungen töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, von 2 Jahren an, 2 Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Also Jesus konnte ungefähr 2 Jahre alt sein, in diesem Zeitpunkt. Der Stern, welcher das Geburt symbolisiert, kam vor 2 Jahren schon, ungefähr so alt. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia geredet ist, der spricht: Eine Stimme ist in Rama gehört worden. Weinen und viel Wehklagen. Rahel beweint ihre Kinder und sie wollte sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Dieser Herodes, er war grausam. Augustus, der Kaiser, er sagt in Bezug auf Herodes: Bei Herodes ist es besser, sein Schwein zu sein, als sein Sohn zu sein. Sogar seinen eigenen Sohn hat er umgebracht. Das ist ein Zitat von Augustus, der Kaiser. Da beendet diese Geschichte. Aber da beginnt die Geschichte eigentlich erst. Wir haben jetzt eine Zeitperiode von 3 Jahren ungefähr gehabt. Aber da beginnt unser Erlösungswerk. Jesus ist geboren, um für uns zu sterben. Jesus ist geboren, damit wir ewige Gemeinschaft mit Gott haben können, wenn wir Kinder Gottes sind. Und das ist diese Botschaft, wo wir in der Welt proklamieren müssen und sollen.
In dieser Weihnachtszeit. Das ganze Schmuck, es ist ja alles schön. Aber das Ganze ohne Botschaft ist nichts wert. Die Welt, sie feiern Weihnachten. Bringen wir ihnen diese Botschaft? Zeigt unser Leben diese Botschaft? Ja, er ist für mich gestorben. Darum lebe nicht ich mehr, sondern er in mir. Bin ich so wie Maria, die sagt in Lukas, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Ist mein Leben wirklich ein Leben, in dem Jesus verehrt wird? Diese Botschaft vom Weihnachten, eine rettende Botschaft, eine veränderte Botschaft. Er verändert Menschen. Aber ein Geburt ohne seinen Tod, ohne seine Auferstehung, ist nichts. Er musste sterben. Er musste diesen Leidensweg gehen, damit wir heute diese Gemeinschaft genießen können. Damit wir heute Danken sagen können. Und das wollen wir jetzt auch im Gebet machen. Danke, Gott, dass du uns geliebt hast. Dass du uns geliebt hast und deinen einzigen Sohn gabst. Für uns sündige Menschen. Danke, Jesus, dass du Knechtgestalt auf dich nahmst. Du hast dich erniedrigt. Du wurdest Mensch. Aber als Mensch hast du dich auch erniedrigt. Du kamst in arme Verhältnis. Du warst uns ein Vorbild durch und durch. Du bist diesen Weg gegangen für uns verlorene Menschen. Wir loben und preisen dich dafür. Danke, Herr, für Erlösungswerk. Danke, dass du gekommen bist als der Erlöser Israel und Erlöser aller Nationen. Und Herr, wir beten diese Weihnachten, dass in unserem Herzen Veränderung stattfindet. Dass wir als Gläubigen, die wir an dir glauben, verändert werden. Dass wir viel mehr bewusst dieses Erlösungswerk leben. Dass dieses Erlösungswerk unsere ganze Gedankengut, die Art, wie wir wandeln, verändert. Aber Herr, dass auch in dieser Zeit der Weihnachten Bekehrungen stattfinden können. Wenn dieser Raum noch jemand ist, der dich nicht kennt, oh Herr, geh du ihm nah. Bis er Ja sagt zu dir. Wenn Familienangehörige sind in unserer Familie, die an dich nicht glauben. Herr, lass das in dieser Weihnachtszeit Bekehrungen stattfinden. Weil du uns so sehr liebst, Herr. Danke, dass du Mensch wurdest. Amen.